Ja, ich bin am 16. Januar 1933 in Hamburg geboren. 14 Tage später übernahm ein gebürtiger Österreicher, ein Gefreiter im Ersten Weltkrieg, ein geistiger Tiefflieger, der nie und nirgends ernst genommen wurde, das muss man sich einmal vorstellen, die Geschicke des Großdeutschen Reiches. Er wurde Reichskanzler. Sein Name war Adolf Hitler. Mit Adolf Hitler war der Untergang Deutschlands vorprogrammiert. Dass ich das noch herausstellen sollte, mussten alle Deutschen sehr bitter bezahlen, die meisten von ihnen mit ihrem Leben. Ich wurde geboren mit einem gelben Stern. Das heißt, ich entstamme einer jüdischen Familie. Mein Vater war der jüdische Teil. Meine Großeltern väterlicherseits saßen in Dresden. Mein Vater ist also gebürtiger Sachse. Meine Großeltern väterlicherseits besaßen in Dresden eine große Zigarren- und Zigarettenfabrik. Die nannte sich Kyriazi. Und meine Mutter war der sogenannte arische Teil in der Familie. Sie war evangelisch-lutherisch. Und die Eltern, beziehungsweise meine Großeltern mütterlicherseits, waren außerordentlich dagegen, dass es zwischen einer Christin und einem Juden zu einer Verbindung kommt. Denn schon die Jahre davor, von 1900 etwa 20 an, waren sehr unruhig in Deutschland und man spürte schon sehr deutlich überall einen Antisemitismus, der natürlich noch keine solchen Blüten trieb wie ab 1933 nach der sogenannten Machtübernahme. Aus dieser Verbindung von meinen Eltern gingen 8 Kinder hervor. Wir waren 4 Jungs und wir waren 4 Mädchen in der Familie. Der jüngste von den 8 Kindern war ich. Ich war der Kleinste. 1933, als ich geboren wurde, konnte ich natürlich noch nicht viel von dem mitkriegen, was sich da schon abgespielt hat auf deutschem Boden. Das ist ganz klar, die fürchterlichen Unruhen, die mit der Machtübernahme Adolf Hitlers sofort begannen. Denn da setzten sich schon die ersten Mordkommandos von ihnen in Gange. Und alle, die schon an Adolf Hitler früher eine große Kritik geäußert hatten, die mussten um ihr Leben fürchten. Das waren vor allen Dingen Sozialdemokraten, das waren Kommunisten, das waren Polizeibeamte, die den Dienst quittiert hatten, weil sie mit Hitler nichts zu tun haben wollten. Das waren vor allen Dingen auch Gewerkschafter. Und die meisten, die verfolgt wurden, es ist erstaunlich, aber das lässt jetzt schon tief blicken, das meiste waren tatsächlich katholische und evangelische Geistliche. Auf die setzte eine große Hetzjagd ein. Die wurden also, weil sie auch die meiste Kritik geäußert hatten, bevor Adolf Hitler an die Macht kam. Und jeder, der ihn kritisiert hatte, bevor er an die Macht kam, der musste um sein Leben fürchten. Deswegen kam mein Vater auch schon gleich nach 1933 in das erste zu gründende Konzentrationslager. Und das war in der Gegend im Emsland, und zwar in der Nähe von Papenburg im Emsland. Das war im Börger Moor. Das Lager nannte sich Esterwegen. Esterwegen wurde dadurch bekannt, dass die Häftlinge, die dort umerzogen werden sollten, das nannte man damals noch nicht Konzentrationslager, sondern Umerziehungslager, die mussten dort mit dem Spaten, das waren die sogenannten Moorsoldaten, darüber gibt es auch ein weltbekanntes Lied, wir sind die Moorsoldaten und gehen mit den Spaten ins Moor. Und die mussten dann schon damals, 1933, gleich zu Anfang, unendlich viele große Baracken bauen. Diese Baracken brauchte Adolf Hitler später, denn von Anfang an hatte er nie etwas anderes vor. Wenn er Deutschland groß machen will, musste er wieder Krieg machen. Die Deutschen an sich wollten keinen Krieg mehr. Sie hatten von dem Krieg 1914 und 18 mit 17 Millionen Toten auf beiden Seiten eigentlich die Nase voll. Sie waren, wie man so schön sagen konnte, kriegsmüde. Aber für Hitler stand von vornherein eines fest, und das hat er später auch in seinem Schundroman geschrieben, Mein Kampf. Er wollte im Osten Lebensraum schaffen. Er wollte alle Sklaven
alle Slawen, darunter zählten natürlich Tschechen, Polen, darunter zählten vor allen Dingen auch die Sowjetrussen, die wollte er alle vernichten. Deswegen hat er auch keine sogenannten Angriffskriege hat er geführt, das ist richtig. Angriffskriege waren es immer, aber es waren reine Vernichtungskriege. Dort, wo die Wehrmacht ein Land besetzt hatte, kamen anschließend gleich die sogenannten Sonderkommandos und machten furchtbare Hatz auf Juden und auf Andersdenkende. Alleine in einem Ort in der Ukraine, in Baba Yar, wurden 36.000 Menschen, Frauen, Männer und Kinder, alle jüdischer Abstammung zusammengetrieben und innerhalb von 5 Tagen erschossen und kamen in Massengräbern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Dramatische ist noch dabei, dass sich an diesen Massakern Polizisten freiwillig gemeldet haben, teilzunehmen. Darunter 2 große Bataillone aus Hamburg, das Polizeibataillon 111 und 117. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich darüber in der Nikolaikirche in der Krypta eine Ausstellung gemacht habe. Die Beteiligung der Polizei an den Massenmorden im Dritten Reich. Das war ganz, ganz schrecklich. Aus meiner Familie stammten, wie gesagt, 4 Jungen und 4 Mädchen. Die Älteste war, oder ja, das älteste Kind war unsere Schwester Ursel, das war die Älteste. Die kam aber sofort zu unseren Großeltern mütterlicherseits und blieb da bis zum Kriegsende und war auch von all dem verschont, was meine anderen Geschwister und ich im Dritten Reich erleben mussten. Als Zweitältester kam mein Bruder Kurt. Mein Bruder Kurt hatte schon Abitur gemacht gehabt, wurde aber dann der Schule verwiesen, er musste gehen, er durfte nie wieder in dieser Schule auftauchen. Es war für mich ein Glück, dass mein Bruder Kurt schon so weit war, denn später, nachdem ja auch die Schule verboten worden war, hat er mich unterrichtet. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich nicht so fließend Deutsch sprechen können, ich würde dich nicht rechnen und alle anderen Dinge auch. Es reichte sogar für ein bisschen Englisch, konnte ich nach der Besetzung ganz gut gebrauchen, 1945. Als nächstes kam dann meine Schwester Alice, die Drittälteste. Und meine Schwester Alice, für die stand fest, sie wird keinen Tag länger als nötig in diesem Land bleiben, der Mörder, der Täter, der Verbrecher, als nötig ist. Sie belegte also in der Roten Baumchaussee in Hamburg einen Kursus für Schneidern, also einen Schneiderkursus. Das war ein Schnellkursus für 3 Monate. Wenn sie den bestanden hatte, dann kriegte sie ein Visum zum Ausreisen in die Vereinigten Staaten. Als nächstes kam mein Bruder Ronald. Mein Bruder Ronald, der hatte großes Glück. Als die Engländer 1945 am 4. Mai eingerückt waren in Hamburg, nahmen sie als erstes die großen Hotels in Beschlag, die es in Hamburg gab und die es noch gab. Zum Beispiel das weltberühmte Hotel Atlantik an der Außenalster und das 4 Jahreszeiten, das ist das drittbeste Hotel in der Welt. Da richteten sich die Kommandanturen ein, die englischen, die britischen. Wir waren unter der britischen Besatzungsmacht in Hamburg. Dort stellte er sich vor und bewarb sich um eine Lehrstelle als Koch. Und die bekam er auch. Als er dann seine Lehre absolviert hatte, verließ er das Hotel Atlantik und fuhr zur W. Es kamen dann schon wieder die ersten Frachter und machte in Hamburg fest. Das war unser großes Glück. Als nächstes kam dann mein Bruder Rolf. Mein Bruder Rolf hatte das große Pech. Wir durften als Juden bei sogenannten Bombenangriffen keinen Luftschutzraum und keinen Bunker besuchen. Dafür hatten wir keinen Zutritt. Das war für Juden unerwünscht. Wir waren also völlig schutzlos. Wir mussten auch damals aus unserer wunderschönen Wohnung raus, 1934, und wurden dann verfrachtet in ein sogenanntes Judenhaus. In dem gab es keine Tapeten, aber Schimmel an der Wand. Es gab kein fließendes Wasser. Kaum Strom hatten wir auch nicht. Wir hatten Kerzenlicht, aber wir haben noch gelebt. Das war wichtig. Noch hatte man uns nicht körperlich angefasst oder irgendwie geschadet. Mit meinem Bruder Rolf konnte ich später, nachdem Hamburg in Schutt und Trümmern lag, als alles zerstört war, wir hatten alleine nach den ersten Bombenangriffen 375.000 Wohnungen, die in Hamburg unbewohnbar waren, 200.000 Wohnungen, die leicht beschädigt waren und die man hätte wieder reparieren können. Es gab keine heilige Kirche, es gab kein Krankenhaus, es gab keine Schule, kein Kinderheim.
Hamburg verlor in 2 Tagen und 2 Nächten 30.000 seiner Bürger, die ums Leben kamen. Es brauste mit einer atembetäubenden Geschwindigkeit, raste ein Feuersturm nach den Angriffen, das kann man auch heute noch im Fernsehen oft sehen, wenn die Angriffe auf Hamburg gezeigt werden, die unter dem Decknamen Gomorra liefen. In Hamburg flogen an einem einzigen Tag amerikanische Superfestungen ein. Es waren 1.000 Superfestungen. Als die ersten in Hamburg waren und die Erde zitterte, so groß war das Gedröhn der Motoren, da waren die letzten Maschinen noch in der deutschen Bucht. Man kann sich vorstellen, was für eine Luftmacht in Hamburg seine Zerstörung vollendete. Es gab in Hamburg Straßen, die waren zu beiden Seiten geschlossen, zugemauert worden. Da durfte kein Mensch diese Straßen, diese Teile betreten. Es lagen noch Tausende von Toten unter den Trümmern, die keiner mehr bergen konnte. Das war 1945. Ich habe jetzt einen Sprung zu weit gemacht, denn als nächstes kommt die 1,5 Jahre ältere Schwester von mir, das war Felicitas. Und Felicitas war auch die erste, die Nachwuchs bekam. 1949 bekam sie das erste Töchterchen. Ja, und die ist dann allerdings auch nach Jugoslawien gegangen. Warum, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Zu der Zeit war ich schon im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, um Geld zu verdienen. Ja, und dann als letztes, wie gesagt, kam ich als Nachtzügler und machte dann die 8. Reihe voll. Ja, das waren so die Jahre, die Anfangsjahre von uns. Und es ging dann lustig weiter mit der Familie. Mein Vater hatte nur, Entschuldigung, einen Aufenthalt von 4 Jahren in Esterwegen. Ja, das ist ein sehr trauriges Kapitel. Mein Vater kam dann von Esterwegen in das Stammlager. Das Stammlager war Sachsenhausen, ein schreckliches Lager bei Berlin. Ein fürchterliches Lager. Über 60.000 Menschen haben da ihr Leben verloren. Ein unglaublich schreckliches Lager. Da ist er geblieben bis zum Kriegsende. Und dann kam der Suchdienst. Und das schaffte es, klar zu machen, wo wir waren. Denn wir hatten einen schlimmen Leidensweg hinter uns, auf den ich gleich noch zu sprechen kam. Was das Schreckliche und die Tragödie an dieser Geschichte war, ist Folgendes. Wir waren natürlich alle heilfroh, dass unser Vater unbeschadet das Konzentrationslager Sachsenhausen überstanden hatte. Aber nach etwa 6 Wochen sagte er meiner Mutter, und da hatte meine Mutter das erste Mal in ihrem Leben einen Nervenzusammenbruch. Sie ist regelrecht zusammengefallen, das war schrecklich mit anzusehen. Den ganzen Krieg über war sie so mutig und tapfer und hat uns durch den ganzen Schlamassel gebracht. Aber als sie das erfuhr, brach sie zusammen. Mein Vater erklärte ihr ganz klar und kaltschnäuzig, Orla, ich kann mit dir nicht mehr zusammenleben, das liegt nicht an dir, das liegt an der großen Familie, das schaffe ich nicht. Wir müssen uns trennen. Und innerhalb von 14 Tagen waren meine Eltern dann geschieden. Obwohl wir nun alle gehofft hatten, der Vater ist wieder da, jetzt haben wir den Ernährer in der Familie und jetzt haben wir wieder ein verantwortliches Oberhaupt, aber der Schein trügte. Tja, das war also eine schlimme Geschichte und eine schlimme Eröffnung, aber wir standen alle hinter unserer Mutter und haben sie bis zu ihrem Tode aufverwöhnt. Das war ein ganz klarer Fall. Das hatte sie sich auch mehr als verdient. Wir haben ihr längst in unserem Herzen für das, was sie für uns getan hatte, ein Denkmal gesetzt. Ist eine unglaubliche Frau gewesen. Was die durchgestanden hat, alleine die vielen Gespräche, die sie führen musste bei der Gestapo, damit unser Vater nicht umgebracht wurde, sind unzählig gewesen. Naja, unsere Mutter hat es dann tatsächlich noch geschafft, alle Kinder taufen zu lassen. Sie kannte einen Pastor und hatte gedacht, wenn ich die Kinder taufen lasse, vielleicht haben wir eine Chance zu überleben. Denn jetzt wurde es in Deutschland ungemütlich. Ab 35, 34 wurden erstmal, damit man sich von dem jüdischen Pack reinigt, alle Bücher verbrannt. Es gab die sogenannte Buchverbrennung. Erich Kästner, die Gebrüder Thomas Mann und wie sie alle hießen, alle Bücher, alle Stundenliteratur wurde verbrannt. Man sah an jüdischen Lebensmittelgeschäften oder anderen Geschäften einen Judenstern aufgemalt. Davor stand SA, manchmal auch Polizei. Und es wurde Deutschen verboten, in den Läden einzukaufen oder sonst was zu machen. 1935 gab es die ersten Nürnberger Rassegesetze. Es gab einen Gauleiter in Nürnberg, der hieß Julius Streicher. Das war ein ganz mieses Stück.
Der hat sogar noch in Nürnberg unterm Galgen Heil Hitler geschrien. So fanatisch war dieser Mann. Es war sowieso unverständlich, wie es möglich war, dass man Jugendliche, Kinder im Alter von 7 Jahren schon anfing, so zu paralysieren und zu stimulieren, dass sie so verhasst waren auf Andersdenkende. Und es wurde dann auch geprägt, ein Ausdruck, wir sind die Arier, wir sind die Herrenmenschen und alle anderen sind die sogenannten Untermenschen und die müssen wir vertilgen. Unglaublich. Und darunter habe ich sehr gelitten. Denn meine Mutter hatte eine Idee. Sie wollte gerne, wenn es ginge, dass ich zur Schule kam. Und so wurde ich eingeschult in Hamburg-Horn an der Mohrerstraße. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gelesen haben, mein Schicksal, was dann passierte. Ich wurde dann öffentlich auf dem Schulhof vor ungefähr 800 Kindern von dem Schulleiter hervorgerufen. Ich sollte mal hervortreten. Das habe ich dann auch getan. Ich wusste gar nicht, was mir geschah, warum er mich als kleinen Knirps, der gerade mal 35 Kilo hoch und ganz klein und zierlich war, was ich da vorne sollte. Links standen HJ-Jungs in ihrer Hitlerjugenduniform und daneben, auf der anderen Seite neben dem Fahnenmast standen die BDM-Mädchen vom Bund Deutscher Mädchen. Die hatten schwarzen Faltenrock, die hatten eine weiße Bluse, einen schwarzen Schlips und der schwarze Schlips wurde oben zusammengehalten mit einer ledernen braunen Kordel. Braun war ja auch die Farben der Nationalsozialisten und die Uniformen. Und dann legte der Lehrer los. Hör zu, du kleines jüdisches Schweinchen. Du verlässt sofort unseren Schulhof und du lässt dich nie wieder hier sehen. Du darfst hier nie wieder unsere schöne, saubere Arierluft verpesten. Verschwinde. Ich wusste überhaupt nicht, was mir geschah. Und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Und dann fing schon die Gören an zu schreien. Guck mal, wir haben Judenbengel hier, das haben wir gar nicht gewusst. Einige haben gleich nach mir getreten, einige haben an mir rumgezerrt und ich verließ, wie ich nur konnte, den Schulhof. Was ich nicht gesehen habe, dass hinter mir einige Hitlerjungs liefen und einige BDM-Mädchen und die haben mich tatsächlich eingefangen, haben mich festgehalten. Einer von den Hitlerjungs riss mir die Hose runter, meine kurze Hose, und dann brannte er mir mit der Zigarette ein Loch in den Oberschenkel, das habe ich heute noch, die Narbe. Und andere nahmen eine Roste von einer Kasematte. Eine Kasematte ist das, wo man sich vor der Hauseingangstür die Füße dran abtritt. Darunter ist ein Hohlraum. Und den Hohlraum haben sie aufgefüllt mit Papier und Pappe. Und dann haben sie sie angesteckt, die Roste wieder draufgesetzt und mich auf die Roste gestellt. Und so schlugen schon die Flammen durch die Gitterroste durch und krochen an mir hoch. Und ich habe geschrien wie ein am Spieß und habe geschrien wie, kann man sich gar nicht vorstellen. Denn ich hatte auch große Schmerzen. Und dann kamen einige Passanten und haben mich befreit. Und dann weiß ich nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Und dann habe ich meiner Mutter nur gesagt, Mama, ich gehe nie wieder zur Schule. Ich will nie wieder was mit Kindern zu tun haben. Das war so schrecklich, was ich erlebt habe. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, mein Junge, wir können aber nichts unternehmen. Da habe ich gesagt, wir können doch zur Polizei gehen. Ich weiß doch, wie die heißen, wer die sind. Meine Mutter hat mir keine Antwort gegeben. Erst später habe ich erfahren, warum wir nicht zur Polizei gegangen sind. Und darüber möchte ich jetzt eigentlich auch noch ein paar Worte verlieren. Wir haben mit Abstand, und das ist mein voller Ernst, was ich Ihnen jetzt sage, wir haben mit Abstand die beste Polizei der Welt. Ich möchte nicht mit der verseuchten Polizei in Italien zu tun haben, die sich mit der Mafia auseinandersetzt und mit der 'Ndrangheta und wie diese Verbrecherorganisationen alle heißen. Ich möchte auch nicht in Amerika sein, wo man einen gewissen Herrn Floyd sowieso mit seinem Knie so lange auf der Halsschlagader lag, bis er unter dem Polizisten erstickt ist. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Ich möchte auch nicht in Ostasien sein. Ich weiß, wie die Gefängnisse dort aussehen und wie Menschen dort gefoltert und gequält werden. Wir haben in Deutschland mit Abstand die beste Polizei. Und wir sollten langsam begreifen, dass die Polizei nicht euer Leben schützt oder auch meins, sondern sie setzen dabei ihr eigenes aufs Spiel. Wie viele Polizistinnen und Polizisten sind schon im Amt gestorben, deren junges Leben zu Ende gebracht wurde? Daran muss man denken. Und vor allen Dingen eins, unsere Polizei ist dabei, eine Unmenge für die Demokratie zu tun. Aber man muss Folgendes verstehen. Als der Erste Weltkrieg zu Ende war, da war alles noch preußisch. Auch die Polizei war ganz steif, unnahbar, konnte keine Empathie entwickeln zur Bevölkerung.
Das alles änderte sich mit Friedrich Ebert und Bebel und wie sie alle hießen, weil wir nämlich dann die sogenannte Weimarer Republik bekamen. Und bei der Weimarer Republik, genau wie es heute jetzt beim Grundgesetz der Fall ist, bei der Weimarer Republik wurden alle Beamte, vom Postbeamten über den Studienrat, über den Richter, über einen Polizisten, alle vereidigt auf die damalige Verfassung. Okay, verstanden? Ganz wichtig, sie wurden vereidigt auf die Verfassung. Aber als Adolf Hitler an die Macht kam, wurde die Polizei vereidigt auf Adolf Hitler. Und dadurch wurde ein rechtsfreier Raum geschaffen. Viele Polizeibeamten, die Mitglieder waren in der Gewerkschaft oder zum Beispiel Mitglied waren, eingeschriebenes Mitglied bei der SPD, bei den Sozialdemokraten, die haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Den Dienst quittiere ich. Ich suche mir, wenn es irgend möglich geht, einen anderen Job. 10% der Polizei zu der Zeit, die haben gesagt, ich kann machen, was ich will. Ich habe eine Familie mit 3 Kindern. Ich muss meine Kinder, meine Familie durchbringen. Ich kann nicht anders. Ich muss also bleiben. Und etwa 75% waren so glühende Nazi-Anhänger schon, dass sie sofort willkürlich alles unterschrieben, was man ihnen davor setzte. Und damit haben sie an den schlimmsten Verbrechen teilgenommen, die man sich überhaupt denken kann. Erst in Deutschland und später im gesamten besetzten Europa. Überall haben sie teilgenommen, wenn jüdische Familien deportiert werden sollten, mussten zum Sammelplatz gebracht werden. Da waren Polizisten dabei und natürlich auch SA oder Gestapo. Dann waren sie dabei und haben große Hilfe geleistet, um alleine 70.000 Kinder und auch teilweise Erwachsene gesucht haben, in Kellern, auf den Böden oder irgendwo in einer Gartenlaube. Das waren körperlich Behinderte, dieselben Menschen, die heute bei der Paralympics goldene Medaillen gewinnen. Das waren behinderte Kinder. Die wurden, als sie abgeholt wurden, gleich in Kühlwagen gestellt. Dann läutete man das Kohlenmonoxid in das Innere und innerhalb von 20 Minuten waren die auf das Widerwärtigste verstorben. Daran hat die Polizei teilgenommen. Dann hat sie an Massenerschießungen teilgenommen und sie hat auch jüdische Geschäfte bewacht, damit da kein Arier reingeht und kauft. Und sie haben vor allen Dingen auch, das ist wichtig, Bewachungspersonal in den Konzentrationslagern abgestellt. Sie haben also überall Verbrechen begangen und sie haben die Länder mit Ausplündern helfen. Alleine an Kunstschätzen sind teilweise bis zu 20 Eisenbahnwaggons aus ganz Europa nach Deutschland geflossen. Sie haben alles geplündert, alles geraubt, was man sich vorstellen kann. Unmöglich. So, und die Polizei heute ist etwas anders. Die Polizei wird heute vereidigt auf das sogenannte Grundgesetz. Die Männer, die damals 1949 sich mit der Gründung der Bundesrepublik befassten, das waren Leute wie Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler. Das war Theodor Heuss, unser erster Bundespräsident. Das war Erich Ollenhauer von der SPD. Die haben sich alle mit dem Grundgesetz befasst. Aber das Erste, was sie gemacht haben, das waren die Artikel zum Grundgesetz, die sie schreiben mussten. Und ein Artikel, den Artikel 1, an dem haben sie alleine Monate gebastelt. Und damit wollten sie auch ein bisschen demütig sein gegenüber den Völkern, denen sie so wehgetan haben, die ihnen nichts getan haben. Man denke daran, dass unterm Hakenkreuz über 60 Millionen Menschen weltweit umgekommen sind. Und davon hat die Sowjetunion, die damalige, die größten Opfer gebracht. Die Russen haben alleine 27 Millionen Menschen verloren. Man muss sich das einmal vorstellen, was für eine unglaubliche Summe. Davon allein an der Zivilbevölkerung weit über 10 Millionen. Das ist unglaublich. Und deswegen haben sie das Grundgesetz sehr sorgfältig durchgenommen und haben einen Artikel geschaffen, den ich sehr oft auch in meinen Veranstaltungen erwähne, den viele Schülerinnen und Schüler kennen. Ich hoffe, Sie kennen ihn auch, den Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da lege ich großen Wert drauf, dass die jungen Menschen sich das anhören und das auch zu schätzen wissen. Dass sie Menschen schätzen, die anders aussehen, Menschen schätzen, die eine andere Sprache sprechen, die vielleicht einer anderen Religion angehören, aus einem anderen Land kommen, dass sie Respekt haben. Und was der Krieg vollbringt, das können Sie heute im Fernsehen ja überall sehen mit der Ukraine. Sehen Sie, wie Menschen sich in S-Bahn-Schächten flüchten. Sie sehen schon Kinder mit einem Bein oder mit einem Arm, den sie verloren haben. Ganz grausam. Ich habe das miterlebt, wenn Bomben explodieren.
Wir haben ungeschützt in Kellerlöchern gesessen. Unglaublich, wir waren der Verfolgung ausgesetzt bis zum letzten Tag. Wussten wir nicht, ob wir überleben oder ob wir uns zum Schluss alle Mann im Beisein der Gestapo, wenn sie uns abholen, mit Handgranaten in die Luft sprengen, die wir uns beschafft hatten. Das alles wussten wir nicht. Aber ich weiß, welches Schicksal die Menschen in der Ukraine erleiden. Und deswegen kann ich nur sagen, unsere Bundesregierung sollte sich mal schnell ordentlich auf den Hintern setzen und dafür sorgen, dass wir allen Menschen, die aus der Ukraine kommen, Schutz bieten. Denn wir haben Platz genug. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir sind die Nummer 4 wirtschaftlich. Vor allen Dingen gehören wir heute einer der größten europäischen Völkergemeinde an der Europäischen Union. Und Sie können hinreisen und Sie auch, wohin Sie wollen. Sie werden überall mit offenen Armen aufgenommen. Man fragt, Sie sind Deutsche. Mensch, was habt ihr alles geschafft nach dem Krieg? Ihr habt euer Land wieder aufgebaut. Unglaubliches habt ihr geschafft. Deutschland ist wirklich ein Land, das man gerne besuchen kann. Da kann man sich wohlfühlen. Und ihr habt ja nicht nur ein Land aufgebaut. Nein, ihr habt das sogar fertiggebracht, 2 Länder aufzubauen. Denn die DDR, die total verrottet war, ist uns ja noch in den Schoß gefallen. Das alles ist Deutschland heute. Und dieses Deutschland müssen wir erhalten. Da müssen wir alle etwas dran tun. Denn es ist auf den deutschen Straßen schon wieder sehr, sehr unruhig. Wenn Sie sich mein Haus betrachten und gehen nachher gemütlich ganz langsam nach oben, dann werden Sie schon vorm Haus Scheinwerfer sehen. Sie haben sicherlich in der Presse verfolgt, dass es einen ganz Verrückten gab, der in Halle an der Saale an sein Auto ging, aus seinem Kofferraum ein Maschinengewehr nahm und auf die dortige Synagoge zuging und das ganze Magazin auf das Schloss abfeuerte, in der Hoffnung, das Schloss gibt nach, die Tür geht auf, er kann in die Synagoge gehen und 87 Menschen, Frauen, Männer und Kinder erschießen. Aber das Schloss hat standgehalten. Dann ist er aber auf die Straße gegangen, hat seine Kalaschnikow nachgelaufen und dann gingen da 2 Passanten vorbei, dann hat er die erstmal erschossen. Und dann ist er auf einen Imbiss zugegangen und da kam ein junger Mann gerade raus, dann hat er den noch erschossen, bis die Polizei dann endlich so weit war und diesen Verbrecher dann habhaft wurde. Eine ganz schlimme Geschichte. Oder Sie nehmen gerade das, ihr kommt doch aus Kassel, Walter Lübcke, ein wunderbarer Mann, ein Mensch, der keinem etwas getan hat, im Gegenteil, der nur Gutes ausgeströmt hat, der sich ganz großartig benommen hat im Hinblick von Integration und anderen Geschichten. Der wird von einem Nazi in seinem eigenen Hause auf der Terrasse mit Kopfschuss hingerichtet. Oder nimmt den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, mit Zetsche und wie die anderen 3 Verbrecher mundlos alle hießen. Die sind 10 Jahre durch Deutschland gereist und haben türkische Menschen erschossen. Das alles passiert heute wieder auf Deutschlands Straßen. Oder nehmen Sie meinen Neffen. Der hält mit 5 oder 6 Leuten am Hamburger Hauptbahnhof eine stille Mahnwache für Israel ab. Da kommt ein Muslime und tritt ihn ins Gesicht. Habt ihr alle gelesen, konntet ihr lesen, in der Bildzeitung stand es auf den Titelseiten. Da verlor er, weil die Brille zerbarst, das linke Auge. Und das rechte wird mehrfach operiert, ob er ganz blind bleibt, wird die Geschichte zeigen. Der Staatsanwalt hat tatsächlich sage und schreibe 6 Wochen mit Bewährung beantragt. Daraufhin ist natürlich ganz klar, hat es also nochmal, gibt es jetzt wieder eine neue Gerichtsverhandlung. Das wird so nicht bleiben, das ist klar. Ich selber, das werdet ihr nachher in meinem Buch lesen, ich selber hatte ungefähr an die 40 Bedrohungen gehabt und alles Mögliche. Wenn Sie mal gegen das Fenster klopfen, klopfen Sie mal gegen. Das ist Panzerglas. Wenn Sie die elektrischen Jalousien gehen, die gehen auf Knopfdruck um 6:30 abends runter, dann ist hier alles rundherum eine Festbeleuchtung. Dahinter Ihnen ist eine automatische Kamera, überall Kameras eingebaut. Ich kann also sehen, wer das Grundstück betrifft. Eine elektrische Alarmanlage haben wir auch noch. Das Haus ist also gesichert wie Fort Knox in den Vereinigten Staaten. Das alles musste ich machen, weil wir Verfolgungen und Bedrohungen ausgesetzt waren. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Und die jungen Menschen bestätigen mir alle, wenn sie bei mir zuhören, das sind in der Regel zwischen 350 bis 1000 junge Menschen, je nachdem, wo ich bin und wie groß die Aula oder das Forum ist. Die jungen Menschen bestätigen mir eins, in meinem Vortrag. Wenn Sie als Jugendliche die Schule verlassen und sind die kommenden Erwachsenen
und Sie dürfen das erste Mal wählen, dann wählen Sie alles andere als die AfD. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich mit dem, was ich Ihnen erzähle, angekommen bin. Das dürfen Sie mir glauben. Ja, wir beide sind, wie gesagt, sogenannte Scheidungskinder. Meine Frau hat ihren Vater zum letzten Mal gesehen. Da war sie 3 Jahre alt. Da war mit ihr auf dem Dom, auf dem Jahrmarkt in Dresden. Dann ist er erst Arzt, der Vater von meiner Frau. Dann ist er nach Amerika gegangen, auf einen Ärztekongress. Was er nicht wusste, dass meine Schwiegermutter sich während seines Aufenthaltes in Amerika die Scheidung beantragt hat, die natürlich auch sofort im Naziregime, nicht wahr, durch die Nürnberger Rassegesetze abgesichert, sofort vollzogen wurde. Das hat er nicht gewusst, denn er war ja in Amerika. Als er zurückkam, wurde er sofort verhaftet. Und dann kam er ins Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Das war eines der schlimmsten Lager. Da haben sie ihn auch in der sogenannten Krankenbaracke, er war ja Arzt, in diese Krankenbaracke kam er mit. Und da haben sie ihn dann umgebracht. Aus dem Grunde trage ich zur Erinnerung auch den zweiten Namen meiner Frau, Frankenthal. Das ist für uns beiden wie ein Stolperstein. Wenn wir den Namen schreiben, dann denken wir automatisch an ihren Vater, der sinnlos ermordet wurde. Das ist auch ein Schicksal. Der Vater meiner Frau war Jude, die Mutter war Christin. Und meine Frau hat den Feuersturm in Dresden überlebt, der am 14. Februar 1945 war und über 100.000 Menschen das Leben gekostet hat. Darunter sehr, sehr viele Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen, die vor den Russen geflüchtet waren. Also eine schreckliche Zeit. Ja, 1942 verlor ich meine deutsche Staatsbürgerschaft. Damit war ich automatisch, ohne dass ich was getan hatte, voll kriminalisiert. Denn wenn ein Gewaltverbrecher 3 oder 4 Morde begangen hatte, dann bekam er nicht nur Zuchthaus, sondern ihm wurden auch die Ehrenrechte aberkannt. Und darunter zählte auch die Staatsangehörigkeit. Und ich wurde staatenlos mit meinen Geschwistern. 1942 war das nach der sogenannten Wannsee-Konferenz, wo die Nazi-Größen alle die Endlösung der Judenfrage besprochen und festgelegt hatten. Mit Heydrich und mit Eichmann und wie die Verbrecher alle hießen, die daran teilgenommen hatten. Meine Mutter bekam den Hinweis, dass wir auf der Deportationsliste standen. Wir sollten abgeholt werden. Das wollte sie natürlich vermeiden. Meine Mutter wäre nicht abgeholt worden, weil sie war der christliche Teil in der Familie. Daraufhin hat meine Mutter gesagt, wir hauen ab, wir gehen weg aus Deutschland und am sichersten sind wir in Polen. Wir können uns da verstecken, da haben wir bestimmt eine Möglichkeit, da fallen wir nicht so auf. Naja, dann ist sie mit uns 8 Kindern losmarschiert. Das hat ungefähr 4,5 bis 5 Monate gedauert. Wir sind über die Stadt Güstrow gegangen und dann über Danzig. Und dann sind wir ungefähr 150 Kilometer hinter Danzig in der Tucheler Heide geblieben. Und da hatten wir das Glück, dass wir an einem großen Gutshof ankamen. Und der Gutsbesitzer, das war ein Ritter, ja, wie hieß er denn noch? Freiherr. Rittergutsbesitzer, Freiherr von Rekowski hieß er. Der ist auch in meinem Buch erwähnt, klarer Fall. Und der hat uns dann ein Asyl gewährt. Das heißt, wir kriegten seine Scheune und da konnten wir uns richtig in Freiheit ausleben. Das Ganze ging gut etwa 5 Monate. Wir näherten uns dem Jahr 1943. Und da kriegten wir einen Hinweis in das Gebäude, wo wir wohnten. Und da hieß es dann, wir sollten unsere Lebensmittelkarten abholen von der Kreisstadt in Konitz. Und hinter jedem Namen von meinen Geschwistern und meinem Namen war ein J für Jude. Und das war uns klar, das hieß natürlich sofort Deportation entweder nach Litzmannstadt, Theresienstadt oder eventuell nach Auschwitz sogar. Naja gut, meine Mutter hat gesagt, wir sind hier nicht mehr sicher, wir packen sofort die Sachen und hauen ab. Zu packen hatten wir ja gar nichts, nur das, was wir auf dem Leib hatten. Und dann sind wir denselben Weg zurückgegangen nach Hamburg. Und in Hamburg trafen wir 8 Tage später ein. Da war der Himmel immer noch verfinstert von dem Rauch, von den Qualen. Die Sonne ging gar nicht mehr auf. Naja, und dann haben wir uns ein Kellerloch gesucht von den zerstörten Häusern. Und da haben wir uns drinnen verkrochen. In den Kellern gab es natürlich kein Wasser, kein Strom, nichts dergleichen, keine Toilette, absolut gar nichts. Das haben wir uns einigermaßen hergerichtet. Und dann bin ich mit meinem Bruder Rolf, das habe ich vorhin angesprochen, mit dem bin ich losgegangen, habe ich mich aus dem Keller gequält nachts.
Und dann haben wir die Villen aufgesucht, die zerstört waren und wo die Nazi-Bonzen drin gelaust haben. Und da sind wir in die Keller gekrochen und da haben wir alles das rausgeholt, was wir finden konnten. Das waren mal alte Schuhe, das war mal eine Jacke, das war mal eine Hose, das war mal alte Kissen, keine Ahnung, Decken oder was weiß ich. Aber die Hauptsache haben wir gesucht nach Konserven. Naja, und dann war Gott sei Dank der Krieg zu Ende, 1945, am 4. Mai. Deutschland hatte vor dem Großdeutschen Reich kapituliert, Hamburg hatte vorher kapituliert vor dem Großdeutschen Reich. Und dadurch marschierten die Engländer über die nicht gesprengten Elbbrücken, die wir in Hamburg haben. Ohne die Elbbrücken kommen sie ja nicht nach Hamburg rein. Das war ja unser Schutzwall. Die wurden aber nicht gesprengt und so konnten die englischen Panzer mühelos die Elbbrücke überfahren und fuhren gleich in Richtung Rathaus. Und da nahmen sie dann als erstes den Gauleiter fest, übernahmen die Schlüssel und das Rathaus und damit war der Spuk zu Ende. Aber der Leidensweg für die deutsche Bevölkerung begann jetzt. Sie sollten spüren, am eigenen Leibe, was es heißt, zu verhungern oder zu erfrieren. Sie gaben den Menschen gerade so viel zu leben, dass es zum Leben zu wenig war und zum Sterben zu viel. Und so gab es unglaublich viele Tote, die erfroren und verhungert waren. Und 1947, 48 hatte sich das dann etwas beruhigt. Man konnte alles kaufen an Lebensmitteln oder an Sachen, die es überhaupt gab, aber nur auf dem schwarzen Markt. Auf dem schwarzen Markt kostete zum Beispiel Brot 500 Reichsmark, ein Pfund Butter kostete 400 Reichsmark. Das konnten sie alles kaufen. Aber wie gesagt, in den Geschäften war gar nichts, die waren absolut leer. Naja, so war das also bis 1945. Als ich meine deutsche Staatsbürgerschaft wiederhaben wollte, ein grausames Kapitel, kann man sich gar nicht vorstellen. Derselbe Beamte, der uns damals die Staatsbürgerschaft abgenommen hatte auf der Kriminalpolizeiabteilung, Ausländerabteilung, der saß wieder auf seinem alten Platz. Die ganzen alten Nazis sind dort wieder untergekommen, wo sie vorher während des Krieges noch gesessen hatten, die sogenannten Goldfasane. Die Männer, die diese Positionen hätten bekleiden können, die waren alle in Russland gefallen oder in der Normandie. Also mussten die alten Nazis wieder ran. Konrad Adenauer hat sogar öffentlich sich dazu bekannt, dass er alle alten Nazis wieder einstellen wird, denn nur die haben Erfahrung, die können Deutschland mit aufbauen. Das muss man sich einmal vorstellen. Dann kam 1948 die Währungsreform und wo am Montag noch die Läden, die Schaufenster alle leer waren, wo es nichts zu sehen gab, waren sie plötzlich wieder restlos voll mit allem, was das Herz erträumt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle Lebensmittel, Radios, Kleidung, alles war in Hülle und Fülle da. Sogar elektrische Geräte. Unglaublich. Na und jeder kriegte 40 Euro, nein nicht Euro, Quatsch, 40 D-Mark Kopfgeld. So und damit wurde, ich habe dann erst als erstes mir ein Brötchen gekauft und es kam dick Butter drauf, sowas hatte man ja jahrelang nicht gegessen. Es war also ganz toll. Wir haben getanzt, wir haben gesungen. Wir haben Freudentänze aufgeführt. Naja, der Beamte, der mir die deutsche Staatsbürgerschaft wiedergeben sollte, dieser Verbrecher, der hat das 16 Jahre lang verhindert. 16 Jahre lang war ich gedemütigt, war ich kein Mensch erster Klasse, sondern vierter Klasse. Das war ganz grausam. Ich kriegte nichts, keine Lehrstelle, keine Arbeit, ich bekam gar nichts. Immer wenn ich einen Ausweis vorlegen sollte, wer ich war, dann sahen die Staaten los, na das fehlt mir noch, so einer fehlt mir noch in der Firma. Ich kann doch nicht jedem erzählen, was ich bin oder was ich war. Das war die Geschichte. Und dann lernte ich meine Frau kennen und das war für mich ein Glücksgriff, der mit meiner Frau und mit den wiedergewonnenen deutschen Staatsbürgerschaft, da konnten wir endlich was unternehmen. Und meine Frau und ich haben dann lange überlegt, was wir machen können. Wir haben natürlich uns in vielen Berufen, wie man so sagt, haben wir uns versucht zu behaupten, haben in verschiedenen Berufen auch ganz gut Geld verdient, haben gespart und haben dann eine eigene Firma gegründet, die einen sehr guten Ruf heute noch hat in Hamburg, denn sie wird von unserem Schwiegersohn weitergeführt. Schon seit vielen Jahren, fast 30 Jahren, ne Mami? Naja, und ich konnte dann nicht mehr mit den schlaflosen Nächten fertig werden, die ich heute noch habe. Ich stehe manche Nacht um 1:30, 2:30 auf, wechsle dann das Zimmer, damit ich meine Frau nicht schlafe, denn die braucht ihren Schlaf auch. Und dann gehe ich nach nebenan und dann gucke ich mir irgendwelche wichtigen Filme an, die gibt es nämlich nur nachts, über das Dritte Reich und seine Folgen. Ich lerne immer noch dazu, denn nach wie vor kommen Filme auf den Markt,
wo man sich wirklich wundert, wo haben die das Material her? Das ist unglaublich. Leider kommen diese meisten Filme immer erst auf NDR Info oder auf Phoenix oder sie kommen auf den bezahlbaren Sender Sky. Entschuldigt. Mich interessiert vor allem nochmal die Zeit, in der Sie staatenlos waren, weil wir gern über das Thema auch nochmal die Jugendlichen informieren möchten. Also wie war das? Sie sind in das Büro gegangen und dann was hat der Mann gesagt? Mami, haben wir drüben noch Pässe? Aber Sie sehen hier die Gebührenmarken. Ich musste mir immer wieder den neuen Aufenthalt einstempeln lassen. Mhm. Können Sie das sehen? Und dann hat er natürlich auch die Verleihungsurkunden mit reingenommen vom Bundesverdienstkreuz. Die sind natürlich in dem originalfremden Pass nicht drin, ne? Ja. Das heißt, Sie mussten immer wieder zur Polizei. Ja. Immer wieder zur Polizei. Um den Aufenthalt genehmigt zu bekommen. Ganz genau. Dafür gibt es diese Gebührenmarke. Mhm. Und dafür auch bezahlen. Steht der Aufenthaltserlaubnis. Ja. Und mit diesem Pass sind Sie ein Nichts. Sie existieren gar nicht. Sie haben keine Rechte auf soziale Sicherung, keine Krankenkasse. Sie gehören keinem Land an, Sie sind ein Niemand. Sie sind ein Mensch ohne Ehre. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat der Schweinehund 16 Jahre lang verstanden, denn Sie sehen auf diesem Pass ja nicht das Hakenkreuz, sondern den Bundesadler. 16 Jahre, unsere beiden Kinder sind noch in diesem Lande als Staatenlose geboren. Die sind mit mir zusammen eingebürgert worden 1964. Bis dahin kriegte ich keine Lehrstelle, ich kriegte keine anderen Papiere, alles nur für Ausländer oder für Staatenlose. Wenn ich krank geworden wäre, hätte mich kein Krankenhaus aufgenommen. Ich gehöre ja niemandem. Aber wie, also für Menschen, die viel später erst geboren wurden, ja, wie ich, wie kann man das verstehen? Also in der Bundes- kann man nicht verstehen. Warum, ist unverständlich. Warum war das möglich? Das waren die Judensterne. Die musste meine Mutter sogar noch bezahlen. Und die Juden, die nach Theresienstadt gingen oder nach Auschwitz, die wussten ja nicht, wohin sie kamen. Es hieß ja nur nach dem Osten umsiedeln. So, die mussten sogar ihre Reise im Viehwagen noch bezahlen. Eine Karte bei der Reichsbahn kaufen, um in die Todeszelle zu kommen, in die Gastkammer. Für Sie können Sie verteilen, vielleicht gibt es Interesse bei Ihnen da auf dem Amt. Können Sie die gerne mitnehmen. Aber unvorstellbar. Der Mann, der Ihnen nicht erlaubt hat, die Staatsangehörigkeit wiederzubekommen, was hat er gesagt? Warum? Er hat zu mir gesagt, als er mich das erste Mal sah, Mensch, Sie haben ja überlebt. Haben Sie Glück gehabt, dass Sie nicht in die Gastkammer gekommen sind? Was wollen Sie haben? Ihre Staatsbürgerschaft? Das dauert. Sind vor Ihnen noch eine ganze Menge anderer Leute. Und außerdem, Sie mögen uns doch gar nicht. Was bleiben Sie hier? Gehen Sie doch weg, wo Sie das Glück hatten, überlebt zu haben. Solche Antworten. Und der Schweinehund, muss ich vorstellen, da ruft die Frau 2004, oder war das später? Früher. So um 2000 rum, ne? Ja. Ruft die Frau von dem Mann an, der mir das alles eingebrockt hat und wollte mich persönlich sprechen. Zwischenzeitlich war ich ja natürlich eine Person der Öffentlichkeit, das ist ja ganz klar, wenn man sowas macht wie ich. Und meine Frau hat gesagt, rufen Sie hier nie wieder an. Sie haben meinem Mann das halbe Leben versaut. Ich war ja, wenn Sie so wollen, bis 64, rechnen Sie sich das aus, von 42, das war ja fast 30 Jahre, bin ich mit diesem Makel rumgelaufen. Ich habe keinem Menschen was getan. Ja, vor allem, weil Sie ja in Deutschland geboren wurden. Ja, natürlich, ich bin in Hamburg geboren. Ja. Und das Schlimmste war, auf der Einbürgerungsurkunde stand unten drunter, das war eine weitere Demütigung, da stand unten drunter, wir gratulieren Herrn Ivar Butterfass, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hat. Wieso habe ich die erworben? Die ist mir gestohlen worden 1942 im Rahmen der Wannsee-Konferenz. Grausam, kann man sich gar nicht vorstellen. Unvorstellbar. Und diese Verbrechen dürfen sich nicht wiederholen. Und es ist lange genug in Deutschland verdrängt worden. Und jeder Bundespräsident, der dran ist, sagt immer wieder, wehret den Anfängen. Gucken Sie sich dieses ganze Neonazi-Pack an. Die stürmen jetzt sogar schon unseren Bundestag. Das muss man sich vorstellen. Das haben Sie sicherlich im Fernsehen gesehen, was für eine Rotte da war. Und geschrien hat, das ist der Herr der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Die wollten tatsächlich ins Parlament. Unglaublich, da ist doch der Rubikon überschritten. Wir müssen wirklich alles tun, dass sich dieses Pack auf gar keine Weise mit dem Gedanken tragen kann, ein viertes Reich zu gründen.
Eure gesamte Zukunft, eure Zukunft steht auf dem Spiel. Meine ist abzusehen. Das ist wichtig. Und das begreifen die jungen Menschen, zu denen ich spreche. Die können sich gar nicht glauben, was viele deutsche Städte sich bemühen, dass ich dorthin komme und spreche. Aber ich habe ja nur einen Kopf. Ich kann nicht überall sein. Ich habe jetzt noch vor, was das für Strapazen sind auch für 90-Jährigen und auch für meine Frau. Die sitzt immer neben mir. Die reicht mir die ganzen Unterlagen zu. Ich habe nur noch eine Frage. Ja, gerne, Sie dürfen fragen. Also Sie können jetzt sozusagen die Kamera sich vorstellen, wie ganz, ganz viele junge Menschen, die Ihnen zuhören. Was möchten Sie denen sagen für heute? Den wirklich, den Teenagern, den jungen Menschen? Den möchte ich klar machen, dass sie in einer Zeit leben, wo sie heute ungehindert reisen können, wohin sie wollen. Überall sind sie als deutsches Mädchen oder deutscher Junge, werden sie mit offenen Armen aufgenommen. Das ist nicht mehr die Zeit, wir sind ja Generationen darüber hinweg, es ist nicht mehr die Zeit nach 1945. Und überlegen Sie sich Folgendes, wir hatten innerhalb von 30 Jahren zweimal Krieg mit Frankreich. Jetzt haben wir schon 75 Jahre Frieden. Ihr überlebt noch ein einmaliges deutsches Datum und ich spreche wahrscheinlich in Kürze im Bundestag. Es soll diesmal ein Mann sprechen, ein Überlebender. Bisher waren immer nur Damen im Bundestag. So, und da werde ich ganz deutlich sagen, dass wir ein einmaliges deutsches geschichtliches Datum feiern. Am 8. Mai 2045, das ist in gerade mal 20 Jahren, da feiern wir 100 Jahre deutschen Frieden. Damit muss der Deutsche erstmal fertig werden. Und alle diese Privilegien, die wollen Sie aufs Spiel setzen wegen so ein paar Verrückter? Glatzköpfe mit einem Tattoo hier hinten? Die meisten Menschen wissen gar nicht, was eine Kommandeuse, die das Lager Buchenwald geleitet hat, was die gemacht hat. Das erste Tribunal, Kriegsverbrecherprozess, der stattgefunden hat, um Verbrechen an die Menschlichkeit zu bestrafen, das war in Nürnberg 1946. Und da war auch eine Frau, die vor dem Richtertisch stand, vor dem amerikanischen, englischen, französischen und russischen Richter. Das war eine Frau, lest mal ein Geschichtsbuch. Ilse Koch hieß die Frau. Diese Frau hat Folgendes gemacht. Bei uns in Hamburg hieß das früher immer, wenn ein Seemann Tätowierungen hatte, das war den Seeleuten in der Regel vorbehalten. Andere Leute haben sich damit nicht geschmückt. Aber heute sind ja sogenannte Tattoos ein Massenprodukt. Diese Tattoos, so will ich sie mal nennen, hat diese Ilse Koch verlangt, dass KZ-Ärzte sie den Häftlingen vom Leibe abzogen. Lebendig vom Leibe haben sie denen die abgezogen. Und daraus hat sich Ilse Koch 7 oder 8 Lampenschirme gemacht mit der abgezogenen Haut. Und dann hatte sie 5 oder 6 Schrumpfköpfe. Sie hat Häftlinge einschrumpfen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Wie können Menschen überhaupt so grausam sein und auf solche Gedanken kommen? Das ist unglaublich. Was müssen wir tun? Was müssen junge Menschen tun, damit sowas nicht nochmal passiert? Toleranz üben gegen jedermann. Den Respekt, den sie für sich einfordern, den lassen Sie bitte auch anderen Menschen zukommen. Und noch eins, wenn Sie Unrecht sehen auf der Straße, schauen Sie nicht weg, schauen Sie hin. Aber lassen Sie sich mit niemanden von diesen Wehrsportleuten ein. Das sind eiskalte Killer, das sind Kettenhunde. Die sind ganz schrecklich, die treten Ihnen mit ihren Springerstiefeln sonst wohin. Lassen Sie das sein. Aber Sie haben alle ein Handy. Nehmen Sie das zur Hand. Und rufen Sie unsere Polizei, die ist sofort da und die wird sich um dieses Gesocks kümmern. Und wichtig ist, dass Sie kein braunes Gedankengut an sich heranlassen. Weisen Sie es von sich. Es ist nichts Gutes. Es kommt nichts Gutes dabei raus. Und wenn ich von jemandem höre, der die Existenz von Konzentrationslagern leugnet, mit dem kann ich mich doch gar nicht erst unterhalten. Der ist doch total geistig unterbelichtet. Da, wo Menschen 1500 Gramm Gehirn haben, da haben sie bei dem, der liebe Gott, eine Kiste mit Leergut abgestellt. Was wollen Sie mit solchen Leuten reden? Das ist doch jedes Argument sinnlos. Da können Sie sich nur umdrehen und weggehen. Aus, ignorieren. Das ist wichtig. Schauen Sie, es ist zu viel an Privilegien erworben worden. Und das war sehr, sehr sauer.
Die ersten 20 Jahre haben die Deutschen ganz schön für das, was sie angetan haben, anderen Menschen auch leiden müssen. Es gab Pläne, die damals im Gespräch waren in Amerika bei Harry S. Truman, den damaligen US-Präsidenten. Und da gab es einen Wirtschaftsminister. Wissen Sie, wie er hieß? Ja, ihr habt alle viel in der Schule versäumt. Aber ihr habt nichts versäumt. Eure Lehrer hatten keine Zeit. Und heute ist es genau das Gleiche. Ja, da kommt dann noch Corona-Seuche dazu. Dann haben die noch mehr gelitten, die Schülerinnen und Schüler. Wenn heute, ich habe so viel Post bekommen und Anrufe von Polizisten, die meinen Vortrag gehört haben. Wir haben einige gesagt, ins Gesicht gesagt, ohne rot zu werden. Das war denen ganz ehrlich, aus reinem Herzen. Die haben gesagt, ich habe jetzt Abitur gemacht und ich habe mich bei der Polizei beworben. In der Schule habe ich übers Dritte Reich nur die Peripherie gestreift. Mein Lehrer hat sich mit den richtig intensiven gar nicht beschäftigt. Jetzt bin ich bei der Polizei, jetzt bin ich sofort auf die Polizeischule gekommen. Da werde ich vorbereitet für den Dienst im Revier. Ich höre wieder nichts über das Dritte Reich. Wenn ich aber gewusst hätte, was die sich nach der Weimarer Republik unter Adolf Hitler geleistet hätten, dann wäre ich sicherlich zur Post gegangen und nicht zur Polizei. Wörtlich, wörtlich. Das habe ich nicht einmal gehört, sondern dutzende Mal. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was die Polizei vorhat. Bis zum Jahre 2027 wird es in jedem deutschen Polizeirevier einen oberen Polizisten geben, höhere Charge, und eine Polizistin. Diese beiden bilden ein sogenannten Polizistenpaar. Ich gebe jetzt eine Unterlage davon mit von dem neuen Programm. Das müssen Sie lesen. Davon können Sie einiges in Ihr Interview einbinden. Und dieses Polizistenpaar arbeitet die ganze Geschichte der Weimarer, der Adolf-Hitler-Zeit mit der Polizei auf. Und das ist sowas von wichtig, das glauben Sie gar nicht. Die alten Knacker, die jetzt 65 sind und pensioniert werden, die interessiert das nicht mehr. Aber die nachrückenden Generationen, die für diese Demokratie verantwortlich sind, die interessiert das brennend. Gemeinsam mit der Polizei, gemeinsam bitte ich flehentlich darum, im Interesse, in Ihrem eigenen Interesse, dass alles das, was Sie sich erarbeitet haben, dass Sie das auch genießen können. Bitte schützen Sie gemeinsam mit der Polizei Deutschlands unsere Demokratie. Es hat noch nie eine so schöne Staatsform gegeben, auch wenn sie Fehler hat, wie die jetzige, die wir besitzen. Das sollten Sie sich zur Maxime machen.